Da scheint nichts Gefährliches drin zu sein. Das ist schon auf. Hey Junge, du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch, letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Nette Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Autsch! Still, wirst du wohl? Spring, der kleine Dussel! Spring, der kleine Dussel! Ich hasse diesen Clown. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Vielleicht dieser. Es muss einer von denen sein. Thank you.
1964, 1974, oh, 1977. Da ist nichts zum Trocknen drin. Wow! Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob, wie hieß er, noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater, er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter.
Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Okay, ich hab's weggespült. Da drin ist schon was. Da ist irgendwas drin. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung.
verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet! So. Ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nichts, den habe ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich lebe in der WG mit Bernhard und Laverne. Wie schön für dich, wie schön für Bernhard, wie schön für Laverne, wie schön für alle. Nun ja, eigentlich verbieten sie mir dauernd meine laute Musik. Ja, natürlich. Und tschüss. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke. Nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Ich bin ein Versager. Sag das nicht, Ned. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben.
Ich glaube, das könnte etwas werden. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Wohin damit? 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 Sehr spartanisch. Wohin damit? Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh.